Hallöchen, ihr Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich möchte mit euch heute wieder einen Gutschein gestalten, wie man einen Gutschein, dieses Grundgerüst bastelt. Das verlinke ich euch oben in der Ecke beim i und das Gestalten könnte dann so aussehen oder so. Das sind die, die ich bisher gemacht habe. Ich habe noch weitere gebastelt, die verlinke ich euch unten alle in der Infobox und ihr seht, mit einem einzigen Gutschein kann man doch verschiedene Ansichten machen. So, was habe ich mir heute zurechtgelegt? Ich habe mir einmal einen Gutschein zurechtgemacht aus diesem holographischen Papier. Der hat diesmal ein bisschen eine andere Größe. Kann man sehen, der ist ein bisschen breiter und kürzer. So, das habe ich mir schon vorgefertigt. Ich habe mir schon die Papiere zurechtgeschnitten und zwar hier für das Innenleben. Hier sehe ich gerade, muss ich die Ecken noch abrunden. So, dann passt das auch. Dafür habe ich ganz normale Papiere genommen. Die müssten alle vom Teddy sein. Hier drüben sieht man sie liegen. Das, das und das. Das hier waren Rester. Und da habe ich mir mal zwei Schmetterlinge und zwei Herzen ausgestanzt. Mal sehen, wie ich das dann verwende. Und diesmal möchte ich das Ganze mit einer Banderole machen. Und deswegen habe ich hier dieses längliche Teil schon mal liegen. Es geht um diesen Gutschein, der wieder schön verpackt werden soll, damit das Ganze schön aussieht. Und als allererstes brauchen wir dafür natürlich diese Öffnung, wo er reinpasst. Und dafür legt man sich das Ganze hier so hin. Da kann man hier ungefähr gucken, wo soll der Gutschein reingesteckt werden. Da mache ich mir ein bisschen größer links und rechts zwei Punkte hin. Dann nehme ich mein Cuttermesser, mache mir das hier schon mal so ein bisschen einschlitzen und hier ein bisschen einschlitzen. Und dann mache ich von Schlitz zu Schlitz mache ich einen leichten Schnitt. Wenn ich das gemacht habe, probiere ich, ob der Gutschein reinpasst. Ja, passt, okay. Jetzt geht es ans Gestalten von innen drinne. Ich wollte halt diesen Kontrast haben, außen das Holographische, hier das Rote. Und ich habe mir jetzt sozusagen das abgeschnitten für diese Größe, für diese, für diese, für diese und für diese. Und ich habe das ganz knapp gemacht, einfach weil ich nicht so viel weißen Rand haben wollte. Wer ein bisschen mehr weißen Rand haben möchte, der nimmt man natürlich mehr von dem Ganzen weg. Und das klebe ich mir jetzt hier so schön drauf. Selbst hier in der Mitte habe ich mir welche zurecht gemacht. Und ich habe sie mir auch abgerundet, einfach weil ich diese Ansicht mit diesem Abrunden ja einfach schöner finde. Entweder nehmt ihr Prittstift und klebt euch das fest. Ich bin derzeit so ein Typ, der total auf dieses doppelseitige Klebeband steht. Also brauche ich, mag ich, will nichts anderes haben. Und das geht halt ganz einfach. Man macht sich oben, unten, links und rechts kleine Streifen hin. Dann zieht man sich die obere Schicht ab und klebt es dann einfach dahin, wo man es gerne haben möchte. So, wenn ich das fertig habe, sieht das schon mal so aus. Finde ich schon mal sehr cool, auch mit diesem Spiegeleffekt. Hier drinnen bräuchte eigentlich jetzt gar nichts mehr hingemacht zu werden. Ich wollte jetzt eigentlich hier so einen roten Streifen eventuell rundherum machen, habe mich jetzt aber doch für das gleiche Papier entschieden, einfach damit der Schmetterling hier so schön dann auffällt. Und ich werde jetzt als allererstes erstmal meine Schlaufe machen. Ich mache dafür meinen Gutschein zu, lege das Papier rundherum und knicke es erst dann, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich diese Größe haben möchte. Immer noch Spielraum lassen, damit sich das schön rein und raus schieben lässt. Gucken. Ja. Das knicke ich hier schon fest. Und hier machen wir einmal so. Jetzt nehme ich hier vorne ungefähr so einen Zentimeter. Nehme ich das kleine Band und klebe das Ganze dann zusammen. So,
Jetzt überlege ich mir, das mache ich am besten hinten hin. Ja. Jetzt überlege ich mir, wie platziere ich meinen Schmetterling und meine Herzen. Die Herzen fallen ja hier vorne jetzt nicht wirklich auf. Ich werde aber eventuell das Herz sozusagen als wie Verschluss nehmen und werde den Schmetterling auf das Herz machen. Das kann man hier so ein bisschen knicken. Werde das Herz hier unten drunter machen. Ja, und das Herz mache ich ein bisschen erhöht. Das gleiche habe ich ja auch hier, das kleine Herz und den Schmetterling. Mal gucken, was ich damit mache. Mal schauen. So, ich nehme jetzt mein Herz. Nehme mein Foam Tape, das heißt, was so ein bisschen erhöht ist. Schneide mir das so zurecht, dass ich das in die Mitte des Herzes kleben kann. Und klebe mir das jetzt hier hin, wo ich es haben möchte. Ihr seht, ich hätte jetzt auch noch ein rotes Herz ausschneiden können. Und das drauf machen wäre auch schon wieder eine andere Ansicht. Oder ich nehme den kleinen Schmetterling. Das wäre natürlich auch eine Alternative. Das ist mir noch ein bisschen zu wackelig hier. Das werde ich nochmal korrigieren müssen. So, hier nehme ich jetzt das restliche Stück, was ich eben hatte. Wo war es denn? Na, wo ist es? Ich hatte es doch eben noch da. Nun gut, mache ich ein neues Stück. Jetzt mache ich in der Mitte bei dem Schmetterling das gleiche Spiel. Ich schneide von dem Foam Tape was ab, klebe das in die Mitte und mache es in die Mitte von dem Herz. Was ich jetzt noch wirklich korrigiere, ist meine Banderole, weil die mir einfach zu locker ist. So, jetzt haben wir das. Das wäre zu viel. Jetzt gucken wir mal, ob das hier drinnen vielleicht noch irgendwo hin kann. Ja, das machen wir auch. Das mache ich jetzt nicht mit diesem Foam. Das mache ich mit kleinen dünnen Streifchen, einfach weil das da drinnen ja nicht fliegen muss. So, jetzt habe ich mir aber noch was weggelegt. Und zwar hier so kleines Gebamsel mit Glöckchen und Schlüssel. Es kann ja sein, dass man den Gutschein vielleicht jemanden zur ersten Wohnung schenkt, dass er sich Möbel kaufen kann oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache so eine Art wie Schlüssel dran. Es gibt ja auch Häuser oder so, ne? Die könnte man dranhängen. Ich habe mir hier noch so eine große Glocke in Rot, eine kleine, ein Herz, noch eine kleine silberne Glocke. Und dann habe ich hier mal solche Teilchen. Die passen jetzt nicht unbedingt zu der Kette, aber ich mache da so wenig mit, deswegen habe ich mir die noch nicht weiter passend bestellt. Ich brauche dafür eine Kette. Ich brauche dafür diese kleinen Ringe. Und wer keine Fingernägel und sowas hat, macht das Ganze mit Zangen, die es dafür gibt. Dafür nehmt ihr euch das. Mit der einen Zange haltet ihr das fest. Wo habe ich jetzt die Öffnung? Hier. Mit der anderen Zange biegt ihr euch das auf. Dann mache ich zuerst die Kette dran. Mach das wieder zu. Und an die Kette mache ich jetzt diese ganzen kleinen Sachen noch. Dann mache ich das genauso. Ich nehme mir wieder so ein Teil, biege das auf, hänge zum Beispiel mein Herz dran, nehme das, hänge das jetzt hier mit an die Kette dran. Na? Und mache das wieder zu.
Und das mache ich jetzt mit allen Teilchen, die ich hier so habe. So, wer sich fragt, wo es solche Teile gibt, die gibt es zum Beispiel bei Doran Beads in dieser Masse. Und ich glaube, bei Davanda gibt es einige Verkäufer, die das halt in kleineren Mengen verkaufen. Also wer das wissen möchte. So, jetzt habe ich mir das hier so das Gebamsel gemacht. Und das muss ja hier irgendwo dran. Das muss ich mir überlegen, ob ich das vielleicht hier an die Banderole mit dran mache. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Entweder mit an die Banderole dran. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ich mache das mit an die Banderole dran. Dafür mache ich ganz einfach, es ist ja jetzt nicht sowas, was täglich getragen wird oder so, ne? Es soll ja für diesen Moment sein. Von daher mache ich mir hier oben jetzt so ein kleines Loch rein. Nehme dafür so ein spitzes Messer oder was habe ich mir noch zurechtgelegt? Hier so eine Prickelnadel, die wäre noch dafür geeignet. Mache mir jetzt ein Loch hier rein. Und jetzt nehme ich hier meinen Ring und stecke den einfach durch und mache den wieder zu. So, fertig wäre es. Jetzt kann man das hinten baumeln, vorne baumeln lassen, zur Seite baumeln lassen. So sieht er aus. Hält auch gut. Ja. So, meine Guten, das war der nächste Vorschlag. Die anderen, die ich gebastelt habe, wie gesagt, verlinke ich euch unten, wenn ihr Inspiration benötigt. Und dann war es das heute von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und dann, ja, danke ich euch fürs Zusehen. Wünsche euch einen ganz tollen Tag. Und dann bis bald, eure Katrin. Tschüss!